Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Wir haben Überraschungsbesuch bekommen. Joel Kreisel und Andreas Körber werden uns kurz etwas erzählen, wenn ich bitten darf. Hallo, der Joe telefoniert noch gerade. Ist ja mal alles wichtig. Joe ist fertig. Hallo, Andreas Körber mein Name und Joe Kreisel, danke. Freeman. Wir kommen gerade von einer Fernsehsendungsaufzeichnung von Puls 4. Das war schön, nett, lustig, belustigend teilweise. Mit dem, sag mal eben seinen Namen. Lieber Michael. Spinde. Lecker. Ja, genau. Ja, ihr wisst alles, was das bedeutet, merkt man schon. Diese Diskussion, die wir da live präsentiert haben, wir alle als Zuschauer, der Franz Hörmann war auch mit dabei, Joe, ich und viele, viele andere, auch der Harvey Friedman mit seinem neuen Buch Bankster, sollte auch jeder lesen. Das war eigentlich erschreckend, wenn man es genau nimmt. Es war erschreckend, weil es gab einiges an Hilfestellung zu leisten für den guten Herrn Finanzminister. Die hat er aber nicht, die hat er eigentlich eingefordert. Du hast auch davon gesprochen, genau. Die hat er eigentlich eingefordert. Er hat gefordert, dass er doch unsere Unterstützung braucht. Und die kriegt er auch, natürlich. Aber nicht er für sich oder für das System, sondern für uns alle. Deswegen sind wir ja alle hier. Die Unterstützung sieht aber vielleicht anders aus, als Sie sich vorstellen. Weil die ist nämlich gar nicht, wir sind nämlich gar keine Bekämpfer. Wir bekämpfen kein System. Wir geben ihm auch nicht auch noch unsere Energie, um das System zu stärken. Sondern wir bauen unser eigenes System. Ich glaube, jeder von uns möchte eigentlich nur das tun, was er am liebsten macht. Und das kann er auch am besten, da ist er auch am produktivsten. Es macht auch am meisten Spaß und auch ist auch am erfolgsversprechendsten. Weil man da einfach Profi ist in dem, was man auf dem Herzen hat. Ja? Ja. Also jeder lebt sich selbst. Ja, ich hau das jetzt einfach mal so raus. Jeder lebt sich selbst, macht das, was ihm Spaß macht, ganz kompromisslos, ganz kontinuierlich und konsequent. Und dann bauen wir uns unsere eigene Welt, wie es Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren schon immer gesungen hat. Wir bauen uns unsere Welt, wie sie uns gefällt. Das ist auch gar nicht so schwierig, weil wir wir brauchen gar keine Kraft verschwenden, um ein System zu bekämpfen, was wir eh nicht gut finden, und unsere Aufmerksamkeit dem ständig zu schenken, wie wir es heute nochmal bei Puls alle gemacht haben, hat eh keinen Zweck gehabt. Die wollten nichts von Geldschöpfung hören. Franz Hörmann saß die ganze Zeit da, hat sich zu Wort gemeldet. Die Moderatorin musste es leider negieren. Das passt hier ja nicht rein, das passt heute nicht. Wir haben heute den Finanzminister hier. Da passt ja nicht das Thema Geldschöpfung rein. Also, ne, das geht ja nicht. Und dass das Geld aus Luft geschöpft wird, das kann uns Franz gleich auch nochmal kurz erklären. Wer das noch nicht kennt, dieses Infomoney und dieses Ubuntu-Prinzip von Michael Tellinger, der gerade in Afrika zu den Wahlen angetreten war. Ubuntu ist ein Swahili-Wort und bedeutet: Ich bin, weil wir sind. Und das ist auch so. Aber ihr seid auch, weil ich bin. Das ist die eigentliche natürliche Wertschöpfung. Wenn ich mich selbst ermächtige und das tue, was mir Spaß macht, was ich am besten kann, dann bin ich sehr produktiv und ich kann viel Kunst, in meinem Sinne jetzt Musik zum Beispiel, machen. Oder wortkraftschwingung.de. Bisschen Schleichwerbung muss ja mal erlaubt sein. Dann kann jeder das in die Gesellschaft einbringen, was seine höchste Qualität ist. The one moment of excellence after one moment of excellence. Eins nach dem anderen. Immer wieder mein Bestes. Und davon haben alle was. Und wenn einer anfängt, du bist Freeman Austria,
Du hast angefangen, dich selbst zu befreien. Und wenn einer anfängt, dann kommen, mittlerweile sind schon, die Bewegung besteht jetzt mittlerweile aus wie vielen? Ich sage, wie 3, 4, 5 sind wir schon. In Wahrheit muss man sagen, ich schätze, dass der Herr Bundeskanzler mittlerweile jeden Tag einen Brief kriegt. Meines Wissens noch sind wir zwischen 300 und 500 in Österreich alleine jetzt. Und es werden jeden Tag mehr. Ich habe jetzt übernehme ich das Mikro, weil du es mir schon gegeben hast. Wir sind heute aus Oberösterreich dahergefahren, weil wir gehört haben, dass heute eine Fernsehsendung Puls 4, Spindelecker, und es besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht mitreden. Ja, da sitzen wir ins Auto, ich nicht. Und ich habe aber auch nicht fragen können, weil die haben uns nicht dran genommen. Aber die Frage wäre gewesen, und ich habe ihm die Frage gestellt, nachdem wir fertig waren, nach der Sendung. Ich habe gesagt, Herr Spindelecker, aber Frage. Ich habe meine Person quasi abgelegt und ich bin das nicht mehr und ich bin daher nicht mehr steuerpflichtig. Was dann Sie, wann euch in Zukunft scharenweise die Steuerpflichtigen davonlaufen? Weil. Sie rechnen. Genau. So geht es. Die haben ein Budget ausgerechnet jetzt auf der Basis dessen, dass es bleibt, wie es ist. Sie haben erst gestern im Fernsehen die Bevölkerungsrate in Österreich gesagt, dass das eh wächst. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das Problem ist nur, dass die Zuwanderung das Bevölkerungswachstum ausmacht. Ohne Zuwanderung war Österreich eigentlich geschrumpft. Und da gehöre ich auch dazu. Weil ich bin Österreich sozusagen als Steuerpflichtiger entkommen. Aber in Friede und Nicht-Kooperation, in Liebe und Verständnis. Und ich habe ihn gefragt, den Michael Spindelecker, was tat ihr? Das war die Frage gewesen. Was tat ihr, wenn keine Leute mehr zahlen? Weil ich meine, das kann man schon ausrechnen. Struktur, wie ist das? Nulldefizit. Strukturelles Nulldefizit. Das kann man dann machen, wenn irgendwer mitzahlt. Aber keiner von euch braucht Steuern zahlen. Das tut er nur, weil er es nicht weiß. Man hat euch gesagt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das heißt auf Deutsch, Wissenheit schützt vor Strafe. Die Frage ist nur, was muss man wissen? Wir wissen nicht, was wir wissen müssen. Ein großer Ansatz ist einmal zu erkennen, dass der Mensch nicht seine Person ist. Dass er als Person betrachtet wird. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich bin keine Betrachtung, ich bin eine Erscheinung. Und das ist jeder von euch. Jeder von euch ist eine Erscheinung. Aber er wird betrachtet. Und das sind wir nicht. Das ist was Freiwilliges, da kann man mitmachen, aber es macht alles kaputt. Wir machen alles kaputt die ganze Zeit, nur weil es ums Geld geht. Geld, Geld, Geld. Und das können wir anders, das können wir besser. Aber das können wir nicht in einem System, wo alles verboten ist. Denkt einfach nur dran, bestes Beispiel, in Österreich ist Autofahren verboten. Das kann euch jeder Polizist bestätigen. In Österreich ist Autofahren verboten, außer ihr dürft es. Ja, außer man darf es. Und so ist das ganze System aufgebaut. Diese Welt ist eine Welt, da ist alles verboten, außer man darf es. In meiner Welt, in der Welt, wo eigentlich der Mensch auf die Welt kommt, also auf Erde, Mutter Erde, da ist alles erlaubt, außer man darf es nicht. Und das ist genau die andere Seite. Das ist maximal weit weg voneinander, das kann ich gerade nicht sagen. Ja, das ist maximal weit weg. Und damit man von einer Seite auf die andere kommt, gibt es einen Nulldurchgang. Und den vergessen viele. Auf dem Weg von einem System ins nächste System ist ein Nulldurchgang. Weil es kommt von einem System, wo es verboten war, in ein System, wo es erlaubt ist. Das ist ein Nulldurchgang. Und dieser Nulldurchgang ist fließend. Es gibt keinen Crash. Es wird keinen Crash geben, weil jeder Mensch in seinem eigenen Geist durch den Nulldurchgang durchgeht. Zitzelweise, wie man sagt. Step by step. Jeder für sich alleine in sein Empfinden. Wann bin ich so weit, dass ich mich in eine Welt gehen traue, wo ich alles darf? Außer das, was ich nicht darf. Und das kann ich mir selber verbieten. Es steht in mir drin, was ich nicht darf. Und das macht jeder alleine. Und die Schaukel ist jetzt auf, es ist alles verboten. Und irgendwann ist die Schaukel auf, es ist alles erlaubt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, System bedeutet planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Wir ändern gerade die Gedankenmehrheit und damit das System. Yeah. Halleluja! Halleluja. Ja, wunderbar. Also,
Ja, das ist ergänzt einander alles nur. Das ist Selbstermächtigung, Selbstbewunderung. Ja, ich bin keine, wie hast du das genannt? Ich bin eine Erscheinung und keine was? Betrachtung. Genau, ich bin keine Betrachtung, sondern eine Erscheinung. Und das zeugt von Selbstbewusstsein. Und das ist auch das Wort Selbstbewunderung. Bislang haben wir immer auf Wunder gewartet von da oben, was auch immer da oben ist. Ist ja für jeden was anderes. Die da oben tun ja sowieso nichts. Trotzdem gehen wir alle 4 Jahre zur Wahl und machen das Spiel nochmal mit. Habe ich diesmal das erste Mal nicht gemacht. Fühle ich mich richtig gut mit, muss ich sagen. Das Spiel gar nicht erst ernst zu nehmen, weil es eh nicht funktioniert. Aber wir warten nicht darauf, dass uns irgendjemand von oben mit Wundern versorgt, an dem viele von uns gar nicht mehr glauben können, dass noch irgendwas sich gut ändern kann, sondern wir sorgen selbst für unsere Wunder. Und das tun wir mit freien Energiegeneratoren, die es zuhauf gibt. Natürlich nicht bei Hofer zu kaufen oder bei Konrad. Obwohl bei Konrad gibt es schon teilweise so Bausätze, da geht sowas. Tesla-Energie und so. Wir bauen uns unsere Energiegeneratoren selbst. Das Internet ist voll davon, zum Glück. Wir bauen uns ganz neue Formen von Ernte, Agrar oder beziehungsweise Lebensmittelanbausystemen, regional und klein. Man braucht auch nicht viel. Und wir bauen uns eigene Heilungssysteme, die auf Resonanzgesetzen beruhen. Ich habe selbst eine Software entwickelt, die macht Selbstheilung. Das ist natürlich jetzt ein widersprüchliches Wort. Die macht Selbstheilung. Aber Selbstheilung ist eine Macht, die in jedem von uns drinsteckt. Und die funktioniert über Resonanzgesetze. Das ist teilweise ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch nicht. Im Auto haben wir für einen Kevin und ich haben im Auto für einen drüber gesprochen, dass es Effekte gibt, wo Heilung passiert. Da oben habe ich mit jemandem drüber gesprochen gerade. Dass Effekte gibt, wo Heilung passiert. Multiple Sklerose, eigentlich nicht heilbar, aber wird dann geheilt, weil irgendwie Akupunktur oder alternative Heilmethoden angewendet werden. Da geht dann der Patient in Resonanz mit demjenigen, der fest daran glaubt, dass Krankheit kein Endstadium sein muss, sondern wieder reharmonisiert werden kann. Und dann funktioniert das plötzlich. Dann sprichst du mit einem Wissenschaftler drüber, mit einem Mediziner, und der sagt, das kann nicht funktionieren, weil aus den und den theoretischen Gründen. Ja, aber hier ist ja der Mensch, der ist ja jetzt heil. Bei dem hat es ja funktioniert. Ja, ist alles Placebo. Aber ist auch in Ordnung, ob denn nur durch Placebo, was auch nichts anderes ist als Selbstheilungskräfte, denn man hat ihm ja nichts gegeben, außer Stärke. Stärke. Stärkepulver. Ist doch schön. Passt. Und das reicht doch, wenn jemand heil wird durch eine Alternative zu Chemie, zu Pharmaprodukten, wo in jedem Körper, in 80 Billionen Zellen, jede Sekunde, in jeder Zelle 100.000 chemische Prozesse ablaufen, dann wird deutlich, dass man das bestimmt nicht 80 Billionen Zellen mal 100.000 Prozesse in jeder Sekunde, mal einen ganzen Tag, dass man das mit chemischen Produkten irgendwie regulieren könnte. Das kommt alles aus dem Selbst. Aus mir. Also aus dir, aus jedem Einzelnen. Und das ist Selbstheilung. Und so müssen wir das auch im System anfangen. Jeder ermächtigt sich selbst, bewundert sich selbst, also nach dem Motto, Eigenlob stimmt. Natürlich, jeder von uns ist ein Genie seiner eigenen Welt. Aber ich habe gerade schon ein Zeichen gekriegt. Ist noch Zeit für den Franz? Ja? Ja, genau deshalb. Ja, super, danke.